Herzlich willkommen zur 31. Folge Minecraft Furo. Ja, heute werden wir ein Gewächshaus für Kakao bauen. Und damit wir da nicht immer so rumhampeln müssen, wird das Kränchen das ein wenig automatisieren. Hallo! Hallo! Ja, ich habe schon mal angefangen vorzubereiten, denn wir werden die Kakao Ernte automatisieren. Es geht nämlich wunderbar, indem man die Blöcke, die in Junglewood, auf den Sticky Piston packt. Und wenn das Gemüse reif ist, beziehungsweise die Kakaobohnen, dann lassen wir sie reinfahren und der Kakao erntet sich und wird durch die Vakuumchest eingesogen. Aber wir müssen hier noch ein bisschen Kabellage verlegen und dafür müssen wir noch ein bisschen buddeln. Okay. Das war dann wohl der Auftrag an mich. Mhm. Du hast es erfasst. Was denn da? Okay. Erstmal planlos alles wegmachen und dann gucken, was wir dann doch brauchen. Ja, lassen wir sie mal. Wir arbeiten mal ein bisschen planmäßig. Achso, Keller und so Ausbau darf ich jetzt nicht. Doch, aber das ist so der, so werden die Sticky Pisten stehen und die müssen alle miteinander dann mit Redstone Conduit verbunden werden. Dann machen wir noch anders. Gehen wir hier runter, machen wir hier eine Leiter hin oder einen Teleporter-Block oder so. So. Okay, ein, da müssen da wieder der Sticky Piston stehen. Genau. Haben wir hier wieder den Piston? Okay, ich muss noch irgendwas gucken. Ich muss irgendwie gucken, irgendein blödes Programm zieht meine Soundlautstärke einfach. Meint, es dürfe in meinen Soundeinstellungen rumfummeln, wie es will. So. Wie viel Kolben hast du stehen? Ist das der letzte? Ja, es gibt nur 6. Also okay. Das ist der letzte, ja. So. Brauchen wir ein paar Fackeln. 2 von denen. Ein bisschen Glas habe ich auch schon zur Auswahl gleich. Also, wir könnten das Ganze zeitgesteuert machen. Oder halt manuell mit einem Hebel. Und da ich nicht weiß, da die unterschiedlich lange brauchen zum Wachsen, bin ich echt für einen Hebel. Was ist denn da so deine Erfahrung? Gibt's nicht ein Block-Update Texture? Ich hab keine Ahnung. Okay, es gibt den Block-Detector, aber der war kacke, den kennen wir schon. Mana-Detector. Detection Rail, EU-Detection Cable. Dann gucken wir mal, ob es da Block noch irgendwas gibt. Structural Block. Es gibt den Command-Block.
gespielt. Den wollen wir auch nicht. Nee, ich glaube tatsächlich. Wieder irgendeiner am Wetter rum. Meinst du, der Hebel ist da unten wirklich richtig? Ja. Warum nicht? Wenn ich den Hebel wieder löse, dann ziehen sich die Blöcke ein und der Kakao wird automatisch eingesogen. Hast du Item-Conduits auf Tasche? Nee, habe ich gerade noch nicht mitgebracht. Okay, ich gehe dann mal durch den Regen. Bring bitte noch einen Teleporter-Block mit. Haben wir den schon vorgefertigt irgendwo? Ja. Heißt der White Elevator? Genau. Einen? Einen. Okay. So. Eigentlich müssten wir hier vorne gleich mal auf den Gang treffen. Oder geht der in die Richtung? Ja, schon doof gewesen. Leck. Nicht an Wetter spielen. So. Das heißt, wir machen den ganzen Quatsch jetzt erstmal wieder zu. Dafür nehmen wir uns einfach mal eine Fackel in der Hand. Und schon wieder ist mein Sound runtergedreht. Irgendwelche Kackeinstellungen. Spinnen wir rum. So, dann einmal den Block bitte. Kleinen Augenblick. Hallo. Danke. Bitte schön. Echt jetzt. Und da kannst du deinen Ethernet-Conduit-Anschluss machen. Ach, so viel habe ich jetzt. Ah! Ins System dann, oder was? Ja, genau. Läuft doch hier direkt runter durch. Ich dachte, du hast keine mit. Das sind die zwei, die du falsch gesetzt hast. Wo ist jetzt der Telefon? Da. Was? Hier raufklicken, den roten Knoten. Hab ich. Oh.
Sehr cool. So, und dann ich mal Schüssel und Düssel. Reicht nicht. Ja, jetzt bin ich am Überlegen. Meine, die untere Kante am besten gestaltet. Ich denke mal, Kies ist da gar nicht schlecht für. Glas habe ich dabei. Und dann nehmen wir uns noch Holz mit. Kann man das schütteln? Kann man schütteln, das ist gut. So. Gucken wir mal, ob 4 Kiesblöcke reichen. Ich habe auch noch in meinen Schüsselbags geschüsselten Kies. Muss ich nur Wenn eben holen. ich mal wüsste, welches Kackprogramm das ist, was mir immer wieder die Soundeinstellung runterdreht. Da haben wir den Greffel. Dein Ernst jetzt? Moment mal, ich muss mal eben ganz kurz was gucken. So, gucken wir mal, ob das jetzt das Problem war, von ich ausgegangen bin, dass es das ist. So. Also, wir werden jetzt hier das einer in die Mitte. Dann würde ich sagen, das hier längs. Oh, da ist der erste Kakao schon gesetzt. Gucken, ob der noch reif wird. Ja, dann könnten wir es nämlich einmal zeigen. Es Ja. dauert ein bisschen. Bis Nee, Kakao dahin. ist noch nicht reif. Nein, nein, nein. Bis dahin basteln wir hier ein wenig. Nee, da hatte ich keinen Kies gedacht. Theoretisch kannst du dir aber ausdenken, was du für einen Boden da drin haben willst. Ob das Erde sein soll, etc. So. Ich hätte mir jetzt das vorgestellt, dass der Baum im Weg ist. Toll. Gucken wir gleich mal. Wir werden. Ist, glaube ich, zu massiv.
Geht das gar nicht auf? Die sind noch 4x4, die Dinger, oder nicht? Muss ich erstmal gucken, wie viel Bits so ein Block hat hier. Ah, 5. Okay, deswegen geht sich das auch nicht aus. Gut. Also wieder selber Hand anlegen. So, da müsste die Mitte sein. Hast du Wood oder Planks genommen? Das ist ganz normales Kirschholz. Also Kirschplanks. So, in der Breite hätte ich mir das gedacht. Und dann. Ich habe auch Kirschholz noch dabei, sonst. Aber dann gibt man doch, dann kann ich doch. So, dann braucht das Ganze noch einen Fensterrahmen. Aber klar, dass die durchgehen hier. Das ist auch klar, dass der wieder falsch sitzt. So, und dann hätte ich einfach. So Fenster gemacht.
Irgendwie gegen auch Glastüren oder sowas, ne? Glaube ich. Dann Oh, könnte man das hier eine weiß ich nicht. Glastür einbauen. Ah, gucken wir, das gucken wir gleich mal. Also, so hätte ich das gemacht. Gefällt dir das so? Moment. Dann muss man nur gucken, wie hoch man das macht. So, dann. Gucken, wie lange der Kakao braucht. Ich hoffe, da wird noch was reif. Ansonsten machen wir das mal einmal ohne reifen Kakao. Müsste nämlich, glaube ich, auch gehen. Ja, da kommen ja dann also es sind ja schon einige reif und die, die dann unreif geerntet werden, da kommt dann halt nur ein Kakao raus. So. Ja, mit dem Dach müssen wir dann noch mal gucken. Das könnte, würde ja auf der Höhe reichen schon. Theoretisch. Obwohl, wenn hier noch die Tür reinkommt, wir machen das mal noch ein wenig höher, ein Block. Ich glaube, ich gehe mal schlafen gleich. Es ist nämlich recht dunkel. Nicht, dass hier noch was angewackelt kommt. Muss noch einer mitschlafen, wir sind vier Mann. Na, dann werde ich auch mal schlafen. Ah, dann ist wieder hell, dann können wir besser bauen. Gut. Was eine neue Maus, Batterie in der Maus bewerkstelligen kann. Wuhu. Sie bewegt sich auf einmal wieder. Ja, ich habe keine Lags mehr, sondern, also ich dachte, ich hätte die ganze Zeit Lags, aber dabei hatte ich einfach nur Mausbatterie leer. Auch oh, nicht schlecht.
Oder fast leer. Das war falsch. Das war wieder mal falsch. Wie war das mit Wahnsinn und so und das Gleiche machen, das andere Ja. verhelfen? Immer noch mal an die gleiche Stelle klicken. Vielleicht ändert sich das ja. So. So, die erste Wand, würde ich sagen. Können dann einfach was reinschneiden, wo die Türen sollen. Ich will es nur, dass die andere Seite gleich wird. Also, dass ich auf der gleichen Höhe bin. Ist eine Hilfslinie. Ja. Ist eine Hilfslinie. Ja, alle falsch gesetzten Linien sind Hilfslinien. Genau. Ich meinte eigentlich den Block. Ach so, ich dachte, du meintest meine. Diese Undo-Taste, ne? Die ist so Gold wert beim Schisseln, das ist unglaublich. Aber was ich befürchte ist, dass wir diese Linie hier, das hier, das müssen wir einmal ändern. Muss die höher oder was? Muss eine Reihe höher. Sonst passt da keine Tür rein. Habe ich gerade nicht dran gedacht. Aber ist ja dank Connected Material alles kein Problem. Ja. Immer diese Blickwinkelgeschichte. So, ich würde sagen, wir testen das mit dem Kakao jetzt gleich mal. Genau, und in einer anderen Folge können wir dann das fertig geschisselte Kakaohaus zeigen. Genau. Okay, du bleibst oben, ich gehe runter. Ja, einen Moment. Jetzt will ich hier die Kante noch fertig machen. Gut, Augenmerk darauf. Und alles fertig. 3, 2, 1. Und flupp, ist alles abgeerntet und das Holz ist wieder da. Vielleicht schaffen wir das, das Ganze auch noch irgendwie ganz automatisch zu machen. Aber im Moment ist das ja schon mal halbautomatisch. Keine schlechte Lösung. Genau. Da muss ich noch neu dran setzen, aber das ist ja echt kein Ding. Wenn das Ernten einem schon abgenommen wird, dann Auch für das ist das Ransetzen echt ein habe ich eventuell Kinderspiel. auch eine Idee. Da müssen wir gleich mal gucken. Also in der nächsten Folge. In einer der nächsten Folgen. Dann bedanke ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch oder uns einen Daumen nach oben da.
Yay! Wenn ihr es noch nicht getan habt, würden wir uns über ein Follow freuen. Followed uns! Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Everybody, 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 get your fucking hands up!